Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, ich stehe schon wieder im Stall. Zuallererst, damit wir die Formalien gleich schon mal abgehakt haben, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, euch und euren Familien, euren Freunden, viel Gesundheit, Glück, Freude, was auch immer alles dazugehört. Denn ich bin positiv gestimmt. Ich bin positiv gestimmt, weil das alte Jahr jetzt endlich vorbei ist. Und ich bin froh, dass es vorbei ist. Ganz im Ernst. Ein paar haben es mitgekriegt. Ich hatte es im Livestream gesagt, das Jahr ist auch ziemlich scheiße zu Ende gegangen für mich, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte einen Autounfall. Mir ist zum Glück nichts passiert, aber Auto ist halt total Schaden. Ist nur Blech, aber ist halt Kacke. Und das ganze Jahr lief eigentlich nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Und wie ich das, oder wie man das jemandem wünschen würde. Und deshalb, ich bin froh, dass es rum ist. Aber jetzt ist 2020 und deshalb hier der erste Vlog in 2020 und ich würde sagen, es geht jetzt los. So, kommen wir zur ersten Neuerung. So um Weihnachten rum hatte ich bei meinem Vater mal anklingen lassen, so Moment mal hier oben in der Scheune, hatte ich auch in einem Video gesagt. Wir brauchen mehr Licht im Stall und irgendwas muss ich hier ändern. Und da hatte ich ja auch euch schon gesagt, hier LED hier in die Scheune reinmachen, in die Scheune, in unseren Stall, LED hinmachen, wäre so eine Idee. Könnte man mal drüber nachdenken. Ja, warum nicht? Okay. Viele von euch haben auch gesagt, ja, mach LED rein und. Aber ich habe dann drinne bei unserem Krimskrams, so wo wir Glühbirnen und sowas haben, tatsächlich noch so einen Leuchtstab gefunden, der in diese Strahler reingehört. Also habe ich in den zweiten Strahler, da oben, erstmal wieder so eine Birne reingemacht. Das ist einfach generell wieder heller ist im Stall. Also ihr könnt es jetzt sehen, Stall ist schön ausgeleuchtet, überall ist hell, so wie es sein soll. Da hatte ich mal meinem Vater aber auch schon mal anklingen lassen, Moment mal, wir könnten ja auch LED-Strahler hinmachen. Das wäre so schön, Licht, stromsparend, weil morgens eine Stunde, abends eine Stunde ist hier im Stall das Licht an. Also 2 Stunden pro Tag, jeden Tag. Außer im Sommer vielleicht mal, aber sonst, man kann eigentlich sagen, jeden Tag 2 Stunden Licht hier im Stall. So, könnt ihr euch selber hochrechnen, was das für ein Stromverbrauch ist, wenn du hier 500 Watt Scheinwerfer hängen hast. Beziehungsweise in der war ja dann 300 da drin, hier war glaube ich auch schon eine 300 da drin. Also 600 Watt jeden Tag für 2 Stunden. Und da hatte ich mal meinen Vater schon mal anklingen lassen, lass doch LED-Scheinwerfer hinmachen, LED-Strahler. Er so, ach, für das bisschen Licht, das brauchen wir doch gar nicht. Überflüssig. Jetzt hier, 1. Januarwoche, mein Papa, vielleicht sollten wir da hinten LED-Strahler hinmachen. Ich gucke ihn eigentlich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das habe ich dir vor Weihnachten vorgeschlagen. Nee, kann nicht sein. Okay, gut, alles klar. Aber wenn mein Vater sich dann sowas in den Kopf gesetzt hat, dann braucht das manchmal lange, um zu reifen, so eine Idee. Diesmal nicht. Ihr seht das Ding, das ist verdammt hell. Er ist dann tatsächlich gestern oder vorgestern weggefahren. Oder war sowieso unterwegs, hat was anderes gekauft und hat dann kurzerhand mal einen LED-Strahler gekauft, weil diese Woche dann zufälligerweise auch hier vorne die Birne, wie gesagt, da hinten habe ich eine neue reingemacht, da in den Strahler habe ich eine neue Birne reingemacht, da ist hier vorne die Birne kaputt gegangen. Und dann gesagt, na gut, dann machen wir jetzt hier einen neuen Strahler dran, fertig. Ja, gesagt, getan, schon hängt hier ein 50 Watt LED-Strahler und das Ding ist ja, ganz schön hell. Und jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt erstmal so bleibt, bis die zweite Birne auch wieder kaputt ist. Oder wir hängen wahrscheinlich gleich einen neuen Strahler dahin. Also dann kommt da wahrscheinlich nochmal einen 30 Watt LED-Strahler hin. Das reicht dann so, weil wir haben da oben ja noch eine Leuchtstoffröhre hängen. Die habe ich im letzten Video, glaube ich, auch gezeigt, also im vorletzten Video. Und dann ist das, denke ich, gut. Dann ist der Stall auf jeden Fall wieder richtig, richtig hell, so wie man sich das eigentlich auch wünscht. Dann, was ich nie gedacht hätte, deshalb ist ganz gut, wenn ich jetzt gerade noch mal hier im Stall stehe, mein Silvestervideo hat übelst polarisiert anscheinend. Es hat nicht ganz so viele Aufrufe, hatte ich auch nicht erwartet, ist mir auch relativ schnuppe.
Ich wollte das gerne machen, ich wollte das gerne ansprechen. Und es hat so viele Kommentare gehagelt wie nie. Also im Verhältnis zu den Aufrufzahlen. Es hat noch nie so viele Dislikes gegeben auf ein Video. Die Community, die Pyro-Community scheint relativ stark zu sein. Die hat sich auch ziemlich kritisch dazu geäußert. Und was ich tatsächlich nicht verstehen kann, ist halt irgendwie die Tatsache oder die Kommentare von manchen, die dann drunter geschrieben haben, ja, ich bin selber Landwirt und ich bin da direkt vorm Stall und meine Kühe interessiert das gar nicht. Okay, alles klar, Digi, kannst du so machen, wenn du der Meinung bist, ja, gerne. Ich fand's halt uncool, ganz im Ernst. Mein Nachbar hat sogar hier direkt im Garten geböllert und war... Papa dreht seine Abendrunde. Nachbar hat gar direkt im Garten geböllert und war auf jeden Fall nicht cool. Ich habe auf Instagram auch einen Beitrag dazu hochgeladen, weil mir viele das irgendwie nicht geglaubt haben, dass das so extrem ist. Ich blende euch hier nochmal das Bild von diesem Beitrag ein. Also ich denke, ihr könnt auf dem Bild erkennen, wie sich unsere Kühe einfach nur aus Angst zusammengerottet haben. Weil die kennen das nicht. Die haben Angst davor. Die haben sich zusammengerottet, haben sich vor die Kälber gestellt, um die zu schützen. Das ist eine ganz klare Abwehrhaltung von den Kühen. Ja, die haben Angst in dem Moment, fast schon Panik. Ja, bei Panik würden sie halt ausbrechen. Und es gibt Tiere, die haben Panik davor und brechen aus. Punkt 1. Punkt 2, ihr dürft auch nicht vergessen, das sind Tiere, das sind Lebewesen. Es gibt, das ist wie bei uns Menschen. Ich finde Böller uncool, andere Menschen finden Böller cool. Bei Tieren ist das ganz genauso. Die einen, okay, da knallt es halt ein bisschen. Die anderen Tiere so, oh mein Gott, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Tiere reagieren da vollkommen unterschiedlich drauf. Genauso wie bei uns Menschen. Es gibt auch Menschen, die Angst vor Böllern haben, die reagieren da auch unterschiedlich drauf. Ja, und deshalb, ja, dann kommt noch, was ich auch gemerkt habe, wir haben ja hier halt einen Offenstall, also da oben ist ja nur so ein Windschutznetz, nach hier vorne ist der Stall offen. Das heißt, die Kühe hören direkt alles, die sehen diese Lichtblitze auch dazu und das versetzt sie einfach in Panik, weil sie das nicht kennen. Oben in unserer Scheune und im neuen Stall, da ist ja alles ziemlich zu. Da ist nichts direkt offen, das Tor war natürlich zugemacht, damit keine Rakete irgendwie in den Stall fliegen kann. Die hinten ist auch ein Windschutznetz, aber das ist eine dicke Mauer, das ist dick zugemauert. Ja, rundherum so. Und da war es relativ ruhig. Die lagen da, die haben wiedergekäut, die haben sich nicht so erschreckt. Ja, weil da war das Knallen auch nicht so laut, weil es einfach ein geschlossener Stall war. Hier in so einem Offenstall, der ziemlich offen ist und hier drüben halt nur so ein bisschen Bretterwand hat, da ist das Ganze viel, viel lauter, also erschrecken die sich auch mehr. Und ja, deshalb solche Kommentare fand ich voll, kann ich halt nicht verstehen. Ja, aber wer der Meinung ist, ja, das ist cool so, direkt vom Stall zu böllern, ja, mach das. Aber ich bin jemand, erst denken, dann schreiben. Ist so meine Meinung dazu. Dann, ich bin ehrlich, eigentlich wollte ich heute den ganzen Tag die Kamera laufen lassen. Aber es ist wie immer, irgendwie die Kamera in die Ecke gestellt und dann angefangen zu arbeiten und hier und da und da und da. Und ich habe halt nichts aufgenommen. Deshalb nehme ich jetzt gerade noch was auf. Wir haben jetzt kurz nach 9 abends, aber ich will euch das gerne zeigen. Also einmal wollte ich das ansprechen. Dann gehe ich jetzt mal Richtung Maschinenhalle. Weil, ihr wisst, unser Mähdrescher ist immer noch kaputt. Das Mähdrescher-Video verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox, damit ihr wisst, was mit dem Mähdrescher eigentlich los ist. Wir haben heute am Mähdrescher weitergemacht. Mein Vater war da oder hat geholfen. Ein Kollege aus dem Dorf war noch da, der hat geholfen. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall die großen Teile wieder hinten in den Mähdrescher reinbuxiert. Die großen Teile sind wieder im Mähdrescher drin. Der Rest ist jetzt nur noch Schrauben, 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 Schrauben. Ein paar Kleinteile, nachher die Siebe wieder raufstecken. Und dann ist er fertig und dann läuft er hoffentlich. Ich versuche das, heute konnte ich, wie gesagt, weil der Kollege dabei war, auch nichts aufnehmen beim Mähdrescher. Ich versuche das beim nächsten Mal, wenn ich wieder alleine irgendwas schraube, ein bisschen euch mitzunehmen, um dann nachher auch zu gucken, ob alles läuft, ob alles
sag ich mal, vom Timing her stimmt, dass das alles richtig wieder zusammenläuft und. Versuche ich euch ein bisschen zu zeigen. Dann war ich die letzten Tage am New Holland dran. Weil hier die Unterlenkerstabilisatoren links und rechts, die waren festgerostet. Der hier war total gerostet, deshalb habe ich den, ist der jetzt auch rot, den habe ich einfach rot lackiert. Und die ließen sich halt gar nicht mehr drehen. Das habe ich gemacht. Zugma habe ich nochmal rausgemacht, abgeschmiert. Und aktuell habe ich sogar die Haube abgebaut, weil die Scheinwerfer kaputt sind. Ich kann euch das zeigen. Der Schlepper braucht nämlich TÜV. Wo habe ich den denn? Ah, da. Also die Birne ist jetzt auch kaputt, die Scheibe vorne. Ausschütten. Aber ihr könnt das sehen, das war der Reflektor vom Scheinwerfer. Und ich brauche wieder TÜV. Was glaubt ihr, was der TÜV zu diesen Scheinwerfern sagt? Da leuchtet nichts mehr. Der ist kaputt. Der reflektiert nicht mehr. Also wegschmeißen, neu. Einmal neu machen. Dazu habe ich vorne den Kühlergrill schon ausgebaut. Und der New Holland sah ja nun wirklich nicht mehr so gut aus, weil es ist einfach so, da steht halt viel draußen. Gerade im Sommer, wenn ein Ladewagen Mähwerk dran ist, wird er ja jeden Tag gebraucht, deshalb bleibt er dann draußen stehen. Da regnet es drauf, da scheint den ganzen Tag die Sonne drauf und. Wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, das ist einfach scheiße für den Lack. Der Lack, der wird spröde, platzt auf und deshalb habe ich mir heute Abend nochmal eine schöne Arbeit gemacht. Und habe dann einfach, nachdem wir mit dem Mähdrescher, sag ich mal, so weit fertig waren und es dunkel wurde, bin ich hier in der Maschinenhalle auf die linke Seite gegangen, wo ich meine schönen Lampen habe, die ihr auch schon mal gesehen habt. Und habe mich hier schon mal dran gemacht, die ganze Haube abzuschleifen. Also ich habe hier oben ziemlich viel gehabt, das könnt ihr sehen. Hier war auch richtig Rost und der Lack abgeblättert und viele Roststellen und so. Das habe ich alles auf jeden Fall abgeschliffen. Die Aufkleber habe ich einfach abgeklebt mit Crepe. Und ja, ich habe das Ganze jetzt schon mit 120er Schleifpapier abgeschliffen. Werde das noch feiner abschleifen dann morgen. Ich glaube, als nächsten Schritt nehme ich 180er und dann nochmal 400er. Und wenn ich dann mit der Schleifarbeit fertig bin, also das Gröbste ist ja jetzt geschliffen, damit bin ich fertig. Morgen nochmal schön feinschleifen und dann kommt Grundierung drauf. Und ein Kumpel von mir, der tut mir dann das dann lackieren. Aber, ihr kennt mich, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Also irgendwie so. Dreimal dürft ihr jetzt raten, was da für ein Lack drauf kommt. Welche Farbe? Nein, kein MF-Rot. Nein, auch kein Fendt-Grün. Das Ding wird Ford-Blau. So, wie sich das gehört. New Holland war ja mal Ford, wenn du so willst. Also wird die Haube Ford-Blau. Ich habe sowieso noch Lack von meinem Ford über. Da habe ich ja auch schon viel lackiert, deshalb die Haube wird Ford-Blau und habe ich theoretisch zwei Ford auf dem Hof. Ist da auch nicht verkehrt. Also Haube wird neu lackiert, dann sieht der auch wieder relativ hübsch aus, der Schlepper. Ich habe da noch was zu machen am New Holland und zwar der Frontlader macht mir noch ein bisschen Probleme. Die Schwingungstilgung, die Stickstoffblase, die wirkt nicht mehr. Also wenn du auf der Straße fährst, das Ding schlägt nur noch. Deshalb habe ich gesagt, bei nächster Gelegenheit hänge ich den Frontlader ab, baue die Stickstoffblase aus, nehme die mit auf die Arbeit. Da haben wir so ein Gerät, womit ich die überprüfen kann, die Stickstoffblasen. Da werde ich halt nachgucken, ob da Öl drin ist, also ob die Membran innen drin kaputt ist. Dann brauche ich natürlich einen neuen Stickstoffspeicher. Habe ich schon mal nachgeguckt. Kostet bei Stoll leider um die 200 Euro, was ich halt echt übel finde, ehrlich gesagt. Also 200 plus Steuer sogar, also relativ teuer. Wenn die Membran nicht kaputt ist, fülle ich die einfach wieder neu mit Stickstoff und dann bin ich fertig, dann ist das gut. Einfach wieder gefüllt. Und dann sollte der Frontlader auch wieder federn. So, das wollte ich sagen. Ja, also New Holland habe ich dann noch was, den Frontanbaubock muss ich noch ausbauen, weil sich der nicht abschmieren lässt. Also vom Frontkraftheber. Aber ich weiß, das ist so eine Arbeit. Kann ich immer noch mal machen. Also auf jeden Fall das noch. Dann sollen beim New Holland noch ein paar Scheinwerfer dran.
paar zusätzliche, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Und wie gesagt, Haube lackieren, das. Vorne alles sauber machen will ich nochmal. Der hat jetzt eine neue Batterie gekriegt, weil ich habe drei Batterien hier stehen gehabt, die waren alle kaputt. Und ich weiß nicht warum. Die waren eigentlich alle immer vollgeladen und die haben auch 12,6 Volt gehabt, aber sobald die angeklemmt waren, ist die Spannung irgendwie abgefallen. Sobald da du die Zündung angemacht hast, ist die Spannung runtergefallen auf 6 Volt. Also Batterien im Arsch. Also neue gekauft. Neue Batterie, jetzt aktuell geht's wieder. Dann um den Ladewagen. Habe ich auch schon im Video von dem Ladewagen gesagt. Ladewagen noch machen. Ladewagen muss noch abgeschmiert werden. Und auch so ein paar, zwei, drei Dinge geändert werden. Habe ich in dem Ladewagen-Video aber auch schon gesagt. Beim großen Johnny will ich noch was umbauen. Beim großen Johnny will ich auch noch ein paar Scheinwerfer reinbauen. Da will ich noch ein paar Dinge abbauen und ändern und anpassen und so, wie ich das gerne hätte. Und für den Johnny habe ich noch was besorgt. Zeige ich euch das jetzt? Nein, ich zeige euch das nicht jetzt. Das zeige ich euch im Extra-Video. Das zeige ich euch in einem Extra-Video, wenn es dann soweit ist. Aber wie gesagt, da stehen auf jeden Fall auch noch ein paar Änderungen an. Und wenn das dann passiert ist und erledigt ist, dann muss mein Ford hierher, also in meine, ich würde jetzt fast sagen, so Werkstatt bei mir in der Maschinenhalle. Da habe ich halt eine gute, relativ gute Ausleuchtung. Habe hier jetzt einen Platz, dass ich halt mit dem Schlepper reinfahren kann lang. Habe da hinten schon mein ganzes Werkzeug liegen, da steht auch noch Öl für Inspektion. Weil mein Ford, da muss die Heckhydraulik noch repariert werden, da muss eine Inspektion gemacht werden, also Motorölwechsel ist fällig. Und neuen Luftfilter und so habe ich da liegen, Dichtsatz für die Hydraulik habe ich schon. Ich habe schon alle Teile da, ich muss es halt nur noch einbauen. Dafür brauche ich auch schon wieder Zeit. Zeit ist Geld und Geld haben wir keins, also haben wir auch keine Zeit. Das ist leider so. Wie gesagt, und metrische muss ja auch noch fertig gemacht werden. Ich meine, theoretisch, sagen wir mal ehrlich, so blöd das klingt, klar, das sind noch ein paar Tage hin, ja, bis zur Ernte. Das ist fast noch ein halbes Jahr, oder es ist ein halbes Jahr bis zur Ernte hin. Aber in 4-5 Monaten geht es schon wieder los mit Silo. Silo machen. So, dann sind mein Vater und ich jeden Tag abends nach Feierabend halt im Einsatz und müssen machen. So, da hast du auch keine Zeit mehr, was zu machen. Und dann geht es beim Metrischer wieder nicht vorwärts. Und ratzfatz, dann kommt so eine Arbeit nach der anderen. Ratzifatz ist Juli, die Ernte geht los und Metrische läuft noch nicht. Das ist halt Kacke. So, das heißt, ich sag mal so, in den nächsten 3 Monaten muss ich mich halt echt dranhalten, dass ich jetzt so die ganzen Großbaustellen so langsam jetzt mal abschließe und zu Ende bringe. Und es gibt halt auf jeden Fall so viel zu tun und irgendwie, ja, ich weiß echt nicht, wie ich das alles noch packen soll. Aber es wird schon irgendwie gehen. Es muss gehen. Ist einfach so. Es muss einfach. Naja, und jetzt zum Abschluss, um dieses Video heute jetzt nochmal hier zu Ende zu bringen. Es wird einige Änderungen auf meinem Kanal geben. Also ich versuche, ich verrate, lasst euch einfach überraschen. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Ich werde diese Änderungen durchführen. Die erste Änderung tritt heute Nacht um 0 Uhr in Kraft. Das ist die erste Änderung, die da in Kraft tritt. Und ich warte einfach mal ab, ob euch das auffällt. Und wenn es euch auffällt, warte ich, bis mich einer drauf anspricht. Ganz einfach. Und dann werde ich mir überlegen, ob ich vielleicht denjenigen darüber aufkläre, warum. Oder ob ich euch alle darüber aufkläre, warum. Aber es wird sich dieses Jahr, weil wie gesagt, 2019 war so ein Scheißjahr und ich bin froh, dass es rum ist. Deshalb 2020 wird alles besser. Habe ich mir felsenfest geschworen, 2020 wird alles besser. Ich habe bei weitem nicht das erreicht, was ich letztes Jahr erreichen wollte. Ich habe bei weitem nicht das gemacht, was ich letztes Jahr machen wollte. Ich habe bei weitem nicht nur die Hälfte von dem erlebt, was ich 2020 erleben wollte. Ich habe auch noch nicht mal die Hälfte von dem gemacht, was ich machen wollte. Aber ich habe dieses Jahr richtig Bock drauf. Und ich werde alles dafür tun, dass sich dieses Jahr einiges ändert. Und wenn sich bei mir, in meinem Leben, bei dieser Kanal, auf meinem Kanal geht es um mein Leben hier auf dem Dorf, um mein Leben hier bei uns auf dem Hof, um mein Leben in der Landwirtschaft, um das, was ich tagtäglich erlebe, um einfach um alles. Es geht um mich und es geht um euch.
ihr sollt meine Videos gerne schauen, ihr sollt Unterhaltung bekommen, ihr sollt, so hart das jetzt klingt, ich soll das Erste sein, an das ihr denkt, wenn ihr morgens aufsteht, und ihr sollt das Letzte sein, an das ihr denkt, wenn ihr abends ins Bett geht. So, jetzt habe ich es gesagt. Nee, und deshalb wird sich dieses Jahr einiges ändern auf meinem Kanal. Ich habe, keine Ahnung, ich habe mich einfach auf viele Dinge keinen Bock mehr, die ich vielleicht auch bisher gemacht habe. Und ich würde sagen, ihr lasst euch überraschen. Und ich bin raus für heute. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.